Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Elemental Clash. Heute leider wieder alleine. Eigentlich war geplant, dass ich heute wieder mit meinen Jungen zusammen aufnehme, aber aus der Gewohnheit heraus hat es nicht funktioniert. Und Connection. Bitte lade. Amen. So, ich habe heute 45 Minuten. Ob ich die volle Länge ausspiele, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ja, das werde ich heute machen. Das heißt, ich werde heute drei Folgen am Stück aufnehmen, da ich ja gestern war bei mir Silvester. Ich nicht volle Zeit gespielt habe. Okay, hier ist ein schönes Zeug drin. Oh, wie schön. Back of Seas, oh. Schönes Schwert, aber halb kaputt. Bringt natürlich etwas wenig. Aber das kann sich alles noch ändern. So, Essen brauchen wir erstmal. Ich habe übrigens mein Eisen zurückgekriegt, was natürlich auch schön ist. Oh, wieso ist hier ein Loch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen was zu erledigen. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, was ich alles schaffen will. So, 5 Stück gesteckt. Und ich habe auch schon gerade, als ich die Folgen von Dead X geguckt habe, gehört, dass sich hier was erinnert hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob das hört, aber hier kommt immer ein Geräusch, wenn man etwas bewegt. Ich habe ein Ei. Hier, ich will ja nichts sagen, warum hat er das da kaputt gemacht? Oh, schade. So, hier ist irgendwo ein Enderman. Ich hör's schon. Mir ist einiges in den letzten. Also ich habe jetzt auch rausgefunden, was meine einige Fehler, wo ich mir und die ich gemacht habe. So, bei meinem Eisen, das lege ich einfach in die Kiste. Ich glaube, Cookie wollte mir schon eine Rüstung machen, deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht so dringend benötigen. Ich werde erstmal versuchen, noch eine Zeit lang ohne Dings auszukommen. So, meine Milchsuppen, die packe ich mal nach oben, die brauche ich jetzt sofort nicht. Jetzt wollte ich überlegen, was haben wir mal? Achso, ja. Ich habe nicht herausgefunden, wo mein Fehler war. Mit dem gebrannten Ton. Was muss ich damit machen? Und zwar, ich muss was anderes machen. Erstmal hier 49 Hardened Clay. Hardened Clay, oh, wie schön. Und 9 Tintensäcke. Das heißt, ich habe mehr als genug. Ich habe ja letztes Mal versucht, habe gedacht, ich muss das drumherum machen, aber am Arsch. Also, ich muss es nicht so hier drumherum machen, damit es gefärbt ist. Das ist totaler Käse. Was ich da gelabert habe? Nein. Sondern andersrum. Man muss die 9 in der Mitte. Dings. Und dann kriegt man dann 8 Stück raus. Was natürlich wesentlich mehr Sinn macht. Als irgendein anderer Kack hier. So, das lege ich erstmal zurück. Ja. Das habe ich natürlich 56 Stück gefärbt. Was war natürlich sehr intelligent. Sehr intelligent war das. So. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie mein Logo aussah. Scheiße. Jetzt brauche ich erstmal eine Spitzhacke, aber es ist ja egal eigentlich. So, Spitzhacke und ein bisschen Holz brauche ich. Und dann ist die Sache erledigt. Erstmal ein bisschen Stein brauche ich. Holz brauche ich. Wieso brauche ich Holz? Ich brauche kein Holz. Stein brauche ich. Ich mache mir mal eine Eisenspitzhacke. Das gönne ich mir jetzt mal. Ich habe da. Oh, hässliches Geräusch. Oh, ich kriege jetzt immer Geräusche. Oh, ist das hässlich. Oh Gott, ey. Das Geräusch fällt mir. Man hört jetzt immer so Geräusche, das ist ja hässlich, das ist ja richtig hässlich. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier mal ein schönes Lögelchen. Jetzt muss ich die Frage, wie ich es machen wollte. Ich glaube 1, 2, 3. Dann 1, 2. Dann 1. Dann 1, 2. Dann wieder 1, 2, 3. Dann wieder 1, 2, dann wieder 1, dann wieder 2 und hier ist ein Block. Weg damit! So, dann kommt hier wieder 2 weg, 3 weg, genau. Dann kommt hier wieder 2 weg, wie man sich denken kann. Dann kommt hier wieder 1 weg, dann kommt da wieder 2 weg, das ist ja logisch. So, dann kommen hier 3 weg. So, dann kommen hier 2 weg. Dann kommt hier 1 weg. Dann kommen hier einfach 2 weg. Und schon haben wir einen schönen großen Kreis, den ich mit Schwarz umranden werde. Und zwar mit Black Stain. Sieht zwar irgendwie braun aus, aber ja, hat was. Hat was. So. Habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel davon genommen. Glaube ich zumindest. Muss ich nochmal nachgucken. Was ich mir da so gedacht habe, ist natürlich die nächste Frage.
Ich habe da dutzende Ideen. Also ich will hier auf jeden Fall ein riesigen großes Feuerlogo machen. Das heißt Team Feuer und einem schönen großen Logo. Und das ist alles schön geplant, da wir heute auch eine Menge Zeit haben. A King Wolf spawned near to you. Und ein Infernal Creeper, okay. Okay. Ich habe auch jetzt erfahren, dass es ungefähr, dass die ungefähr eine Reichweite von 25 Plöcken gespawnt sind. Das heißt, ich sollte mal lieber ein Auge aufhalten. Ja. Jetzt fehlt mir natürlich, haben wir denn Farbstoffe, sowas wie Rosen, Röselein, haben wir bestimmt nicht, nee, haben wir nicht, das heißt, ich muss jetzt erstmal Rosen farmen gehen, wieso ich Rosen farmen gehen muss, gute Frage, nächste Frage, erstmal, ja, schmeiß dein Schwert weg, das ist bestimmt sehr intelligent, so, jetzt fehlt mir genau eine Sache, die ich mal kurz nachgucken muss, Uno Momento. Tut mir leid. Das war jetzt ein unpassendes Geräusch. Ja. Bevor ich gleich. Moment. Bevor ich gleich was gemacht habe. Ach Gott. Uno Momento. Ein Moment. Fotos. So. Ich glaube, ich gehe mal kurz vom Server rauf, damit die Zeit nicht verloren geht. Und da war schon so ein doofes Geräusch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich hatte, wie gesagt, mir vorgenommen, ein bisschen Dings zu farmen. Also Blumen. Und dann bräuchte ich vielleicht auch noch ein bisschen Sand. Dafür hätte ich mir ja mal eine Schaufel machen können. Denn ich brauche noch Glas. Und danach brauche ich noch einen Eimer. Wir brauchen eine Menge Stuff auf jeden Fall. So, die Schaufel, die mache ich mal aus Stein. Da brauche ich nicht großartig Materialien für. So, das reicht aus und dann machen wir uns gleich mal auf dem Weg in Richtung Arbeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und gleich mal hier runter. Hier könnte man auch mal ruhig, das muss ich auch noch alles machen, ey. So viel Arbeit steht noch vor, aber ja. Ich denke mal, heute werden wir mit dem Logo auch ein bisschen was schaffen können. Ich habe mal vor, noch ein bisschen mehr zu machen, deswegen immer schön arbeiten. So, jetzt dauert das natürlich wieder, jetzt muss ich wieder warten. Kann man hier mal vielleicht ein bisschen was korrigieren. Achso, ja, wir machen es mal hier ein bisschen breiter. Muss sowieso mal hier ab und zu mal was gemacht werden. Das ist immer so meine Beschäftigung, wenn ich mal gerade nichts zu tun habe. Dann kann ich hier erstmal warten, bis ich raus kann. Mal immer schön hier mal kurz was aufräumen, ein bisschen ordentlich machen hier. Ja, passt. Sieht schön aus. So. Jetzt ist es runter. Jetzt machen wir das Ding wieder an und machen uns dann gleich los. Und da sehe ich auch schon die ersten. Blümelein. Die brauche ich. Oh, es sind die Dutzende. Das reicht ja locker. Ich habe zwar jetzt nicht durchgezählt, wie viel ich da überhaupt brauche. Das hätte ich auch mal machen können. Naja, schon wieder minder intelligent. So, 1, 2, 6 habe ich schon. Gut. Das brauche ich. Das brauche ich. 10 Stück reichen eigentlich fast schon aus, aber ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Hallo. Ich habe immer so eine komische Schlagdichte Distanz, irgendwie kannst du immer total schlecht rankommen. So gut, 13 Stück habe ich schon, das ist gut. Und dann bräuchte ich noch ein bisschen Sand. Wie viel Sand ich brauche, weiß ich gerade selbst nicht so genau. Da müsste ich, glaube ich, mal Richtung Meer gucken. Meer, da wo Meer ist. Hahaha, that Witz, that war Witz, ey, das war ja mal richtig Knorke. Jo. Und hier ist ein halb abgefertigter Baum. Man nimmt nicht einfach nur ein Stück ab und dann hört man auf, einen Baum aufzufällen. Man baut einen Baum immer im Ganzen ab. Das geht nicht anders. Ach Mensch. Ah, die sind hochbauen. Braucht man ja eh nie. Außer man will mit Beton arbeiten, so ich das schon habe. Aber ansonsten brennst du mit diesen alle Sinnsteinen, glaube ich, kann man was machen. Nur, dass du damit vielleicht Beton oder sowas kannst du damit herstellen. Aber wer baut denn schon mit Beton irgendein Haus? Das ist ja auch. Und jetzt, Batsch. So, jetzt muss ich nur Sand finden. Ich schwimme mal in die Richtung, da glaube ich. Ja, ist das Sand? Ne, das ist kein Sand. Na gut. So, wie viel Sand ich brauche, habe ich natürlich auch nicht durchgerechnet. Hätte ich mal auch mal machen können. Ach Mensch. So. Hier ist ein bisschen Sand. Ja, fangen wir mal an. Unter Wasser kann man, glaube ich, langsam atmen. Ja, scheiße. Das heißt, ich sollte mir doch lieber einen Strandl suchen. Und ich hätte lieber am Strand lang gehen müssen. An der Küste meine ich. Das wäre vielleicht ein bisschen cleverer gewesen.
als jetzt hier lang zu torkeln. Das heißt, ich schwimme mal da hinten hin. Da sehe ich eine Menge Sand. So, erstmal schiebe ich das mal in die Hotkey-Liste. Ganz einfach aus dem Grund, damit ich immer sehe, wie viel ich schon habe. Aus keinen anderen. Und dann würde ich sagen, komm schon, schaff mal, schaff mal. Ich habe auch fast wieder Hunger, das ist schrecklich. Ich habe bestimmt mindestens, naja, doch, ja klar, bestimmt. So, hier, oh, hier ist schön viel Sand. So, hier, hier, hier. Hm. Aber so viel Sand ist ja auch wieder nicht, wenn ich jetzt mal so grob zähle. So, ich muss das mal hier von hier oben abbauen. Das macht sich dann insgesamt schneller und das kann ich dann immer noch einsammeln. Sinken, sinken. 31. Das ist gut. Und hier. 33. Hammer. Hammer. So. Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr brauche ich noch. Meno. So, hier. Hammer. Haben wir. So, hier ist kein Sand. Ne, definitiv nicht. So, 33 Stück reichen aber, glaube ich, noch nicht ganz aus. Dann brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Lava-Eimer. Dutzend Lava-Eimer eigentlich. Denn ich muss noch so viel machen. So, ich denke mal, in dieser Folge haben wir auch schon dann mit dem Ganzen zwar nicht so viel erreicht, aber wenigstens ein bisschen was. Und das ist schon mal ein Minimum. So, erstmal mal schnell was. Währenddessen können wir ja langsam weitergehen. Und noch ein Mushroom Steve. Upsala. Da ich noch voll Leben habe, brauche ich eigentlich jetzt nicht unbedingt mehr voll Magen fressen, zumal das sowieso nur Verschwendung wäre. Und da hinten ist hier noch Sand. Wäre ich mal da auf die Idee kommen, mal hinzugehen, aber ne. Da kommst du auch nicht drauf. So, jetzt wollen wir hier an Land gehen, damit ich möglichst voran springen kann. So, lass mich springen, lass mich springen. So. Fast geschafft, fast geschafft, fast geschafft. So. Bauen wir es mal von unten ab, dann fliegt das sowieso gleich runter. Brauche ich einfach nur hier. Hm? Schön. Das macht sich gut. So, hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Ich denke mal, ein Stack sollte eigentlich schon reichen, weil so viel brauche ich auch wieder nicht. Eins noch. Eins noch. So. Jetzt ist nämlich gleich schon wieder Nacht und nachts will ich auch nicht so unbedingt Mausempfindlichkeit mal ein bisschen normal stellen. So. Nachts will ich auch nicht so gerne draußen rumtorkeln, deswegen machen wir es mal schnell in Richtung Heimat. Heimat. Uff, in die Heimat. Sprinten kann ich ja noch, das ist kein Problem. Das läuft. Es rennt. Es rennt. Genau. So. Ein Mad Zombie spawnt in der Nähe von mir. Okay. Ich bin gerade richtig geskillt ins Wasser gesprungen. So, und die Chance laden nicht richtig. Nein. Ich habe gesehen, dass man immer, wenn man schlägt, laden die Chance schneller. Das ist interessant. Da zwingt man es quasi dazu. Ansonsten würde man jetzt mich durch einen nicht geladenen Schank laufen. Das ist auch hässlich. So, Skeletten getötet. Habe ich auch wieder ein Level, das ist gut. So, hier bin ich schon wieder etwas vom Weg abgekommen. Schaff ich das? Nein. Ich habe nicht auf Sprung gedrückt. Ach, meine Augen. Ja. Ich bin gerade auch nicht so voll unter Kontrolle, muss ich sagen. So. Geblockated. So, und ein Infernal Zombie. Okay. Krass. So, da fließt auch Lava runter. Ja, stimmt, das ist normal. So, dann schnell mal Türelein aufmachen. Chunk, Chunk, lade. Ein Rabbit ist gespawnt. Ein Rabbit-Zombie. Okay. Wo ist jetzt mein Schalter? Der ist hier hinten beim Wasser. Da hat irgendjemand Wasser rausgenommen, das natürlich auch wieder sehr intelligent ist. Ich will ja nichts sagen, aber na. Wenn man schon Wasser nimmt, dann doch nicht da. Ach, ja. Ach, Mann. So. Das kann ruhig mal schneller wegfließen hier. Na los! Ist weg. Okay. Ist vorsichtig hier durch. Okay, geschafft. So, das machen wir runter und dann geht es gleich hoch. So, wir definitiv hier noch breiter machen. Das wird noch. Und ein Giant Skeleton. Ein gigantischer Skelett. Oh Gott.
Müsste man die nicht eigentlich von beiden sehen? Ein geilen Skelett? Keine Ahnung. Na gut, so, was ich jetzt als nächstes brauche, ist, glaube ich, Kohle müsste noch im Ofen sein. Ohne Probleme. Das heißt, das kann ich einfach so. Stellen wir es mal ins 3 Stacks auf. So. Halten. Oh, so. Da und hier pumpt man es rein. Das Fleisch nehme ich mir mal raus. Dann lege ich mich schlafen und würde sagen, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Und ich würde auch sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Elemental Clash. Ciao!